Ich habe vor wenigen Tagen den Satz von Torini wiedergehört, der gesagt hat, die Welt ist nicht bedroht von den Ozonlöchern, sondern von den Arschlöchern. Und genau das habe ich mir gedacht, wie ich gelesen habe, dass die Internetkonzerne bis 22 Euro nicht einmal die Mehrwertsteuer abführen müssen. Und dann glaubt man noch, ja, 22 Euro ist ja kein großer Betrag. Wenn man aber bedenkt, dass Alibaba, der chinesische Internetkonzern, allein jede Woche 10 Millionen Packerl nach Europa schickt, dann merkt man, hoppala, das ist ja ein Mehrwertsteuergeschenk von 4 bis 8 Millionen Euro jede Woche an Alibaba in China. Und wenn man dann bedenkt, dass Amazon noch größer ist als Alibaba, dann weiß man, dass der Jeff Bezos mit Amazon, der Chef von Amazon, nur mehr als 8 Millionen Euro jede Woche von der EU geschenkt kriegt. Und dann denke ich mir, um Gottes Willen, der Jeff Bezos ist der reichste Mann dieser Erde. Warum hilft die Regierung zu denen und nicht zu uns? Und jetzt da am Hauptplatz, haufenweise sind Kleinbetriebe ins Grund gegangen, weil sie dieser wachsenden Konkurrenz vom Internet nicht standhalten haben können. Und mit größter Selbstverständlichkeit werden unsere Kleinbetriebe bis zum letzten Atemzug kontrolliert und zu den Abgaben verpflichtet, die heute das Gesetz vorschreibt. Und ich sage, Steuern sollen Steuern lenken. Aber das können wir doch um Gottes Willen nicht wollen, dass ausländische Internetkonzerne aus Amerika, aus China, das Kleingewerbe, das Gewerbe in Österreich kaputt machen, die wichtigsten Dienstgeber kaputt machen, die Ortskerne kaputt machen und dies werden dann nur steuerlich belohnt. Die Frage heißt, warum hilft die Regierung nicht zu uns? Warum hilft sie zu denen? Und ich sage, wir müssen der Regierung helfen, egal welcher Farb jetzt regiert, dass sie sich darauf besinnt, dem Volk zu dienen und nicht den Milliardären. Die Wahlkampfspenden, von denen wir gehört haben, na selbstverständlich kommen die großen Spenden von den Millionären und nicht von den kleinen Leuten. Und dass sie die Politik kaufen, das ist wieder was anderes. Der Wille des Volkes ist in der Demokratie das Maßgebliche. Und wir, die Bevölkerung, wir, das Volk, müssen die Signale senden, dass wir diese Ungerechtigkeit nicht ertragen wollen. Wir fordern von der Regierung keine Privilegien. Wir wollen nur dieselben Rechte wie die Internetkonzerne, das heißt, bis 22 Euro Mehrwertsteuer befreit. Dieselben Rechte, nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt weiß ich, dass das Gesetz möglicherweise sogar heute im Parlament besprochen wird. Aber ich bin ganz, ganz sicher, dass es lange dauern wird, bis dieses Gesetz in Kraft tritt. Und genau bis zu diesem Tag, wo das Gesetz in Kraft tritt, möchte ich dieselben Rechte wie die Internetkonzerne. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Klein- und Mittelbetriebe. Und wenn wir ein bisschen strenger sind zu unserer Regierung, dann sagen wir, liebe Freunde, ihr habt jetzt dem Internetkonzernen viele Jahre und viele Monate Privilegien gegeben. Und genauso viele Jahre und Monate, wie die Privilegien gehabt haben, wollen sie jetzt wir, aber ihnen müsst ihr es jetzt genauso lang nehmen, wie sie es uns genommen habt. Das Video hat in wenigen Wochen 750.000 Leute erreicht. Und zwar, weil es ganz, ganz deutlich aufzeigt, welche Ungerechtigkeit da im Laufen ist. Das Verrückte ist, wir haben ja nicht einmal gewusst, dass dieses Privilegium für die Internetkonzerne gibt. Unser Kurz war in China und hat dort mit dem Chef vom Alibaba Mittagessen dürfen. Und dabei haben etliche Zeitungen geschrieben, dass Alibaba 560 Millionen Packerl im Jahr nach Europa liefert, davon 97% unter dem mehrwertsteuerpflichtigen Betrag von 22 Euro. Und dieses Privilegium der 22 Euro ist jetzt mit 1. Juli 2021 gefallen.
Und ein bisschen glaube ich auch, dass da diese Aufregung, diese Empörung über diese Ungerechtigkeit das in Bewegung gesetzt hat. Gleichzeitig ist es so, dass ich sage, die Kontrolle über diese Millionen Backelflut, Alibaba ist ja nur der eine, in Wirklichkeit gibt es unzählige Anbieter. Das sind Milliarden Backel, die da jährlich nach Europa kommen. Und in Österreich ist der gesetzliche Auftrag so, dass die Post die Rechtmäßigkeit der Rechnung überprüfen soll und für diese Überprüfung 5 Euro kriegt. Und ich sage, das ist vollkommen lächerlich. Die Post ist heillos überfordert, den Warenwert zu überprüfen. Und die richtigen Kontrolleure für diese Einfuhr wären Unternehmer, die in den letzten 10, 20 Jahren dank dieser ungerechten Konkurrenz zusperren haben müssen. Das waren tüchtige Kontrolleure und wenn die 5 Euro kriegten, dann war das so eine Art Wiedergutmachung. Das eigentliche Problem ist aber wirklich das, warum hilft die Regierung nicht zu uns, sondern zu denen? Eine Antwort ist ganz sicher, dass die anderen eine unglaubliche Lobbykraft und eine Raffinesse haben und wir oft, sagen wir es freundlich, schlummern. Wacht auf, verdammte diese Erde, dann haben wir ein bisschen eine Chance, dass sie sich ändert. Ich bin in Österreich berühmt worden wegen einem Streit mit der Finanzmarktaufsicht. In Deutschland heißt die Finanzmarktaufsicht BaFin. Und der Vorwurf hat geheißen, ich mache Bankgeschäfte ohne Lizenz. Und das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden. Da sind wir in diese Behörde vorgeladen worden. Und es war eine grauenhafte Stimmung. Ich bin irgendwie befragt worden, wie wenn ich ein Schwerverbrecher wäre. Und wir sind mit Bauchweh wieder heimgefahren. Und dann habe ich weiter erzählt, was wir da bei der FMA erlebt haben. Und ich habe gespürt, hoppala, die Leute sind nahezu zu 100% hinter mir. Da habe ich natürlich das Glück gehabt, dass es war im Jahr 2012 und die Aufregung über die Bankenskandale waren quasi flächendeckend. Und dann war das natürlich grotesk, dass die Finanzmarktaufsicht, die bei Milliardenskandalen der Banken geschlafen haben, auf einen kleinen Schuster im Waldviertel losgingen. Und ein halbes Jahr später war die zweite Vorladung. Haben sie geschrieben, ich kann eine Vertrauensperson mitbringen. Dann sind wir zu siebt hingegangen. Dann haben wir uns die im Foyer schon abgefangen und haben gesagt, es dürfen nur 3 rein. Und dann haben sie gesagt, wo ist Ihr Anwalt? Und ich habe gesagt, die Silvi hat immer behauptet, ich habe es nicht gesagt, sondern ich habe es geschrien. Ich denke nicht im Traum daran, dass ich einen Anwalt 300-400 Euro die Stunde zahle. Ich bin kein Verbrecher, ich bin kein Betrüger, ich stehe gerade zu dem, was ich tue und da bin ich. Und das ist mein juristischer Vertrauter. Und dann haben sie gesagt, nein, das geht nicht, weil das war der Florian Klenk, der Chefredakteur von der Zeitung Falter. Und dann habe ich ein Glück gehabt, dass der Florian wirklich Jurist ist. Und der Florian viel, viel besser argumentieren hat können, warum er jetzt als mein Vertrauter das Recht hat, mich zu begleiten. Und bei der ersten Verhandlung waren die ganz, ganz grob zu mir und bei der zweiten Verhandlung habe quasi ich das Tempo vorgegeben und habe gesagt, ich bin kein Verbrecher, ich bin kein Betrüger, ich stehe gerade und ich werde keine
zur Ruhe gehen, bevor dieser Unsinn aufhört und das, was ich da als Recht mir herausgenommen habe, Recht wird für alle. Dann hat der Florian über das im Falter geschrieben und dann hat sie noch nichts da. Und ein paar Wochen später hat der ORF-Journalist einen Beitrag geliefert und der hat mich irgendwie gefragt, um was ist das? Der Chef der FMA sagt, ich soll ins Häfen gehen, ich soll ins Gefängnis kommen. Und ich habe gesagt, ja, das passt gut. Ich habe eh so ein unruhiges Leben. Mehr. Und über diese, und ich lasse mir das nicht gefallen. Und über diese Aufsässigkeit sind plötzlich alle Zeitungen aufgesprungen und wir waren quasi über die Nacht berühmt. Die Geschichte ist dann nur so weitergegangen. Eines Tages bin ich mit dem Auto gefahren und höre, wie der Chef der FMA, der Magister Helmut Ettel, im Radio sagt, in Staudinger-Hain ist eine Methode, wie er Geld einsammelt. Rund 200 Leute haben uns damals rund 3 Millionen Euro geborgt gehabt und wir haben keine Bank gebraucht. Und der Ettel hat also im Radio gesagt, die Methode, wie er Geld einsammelt, ist besonders perfid. Er nennt seine Methode oder sein Finanzierungsmodell den GEA-Sparverein. Und mit dem Wort Sparverein täuscht er die Menschen, weil alle Österreicherinnen wissen, dass es auf Spareinlagen eine staatliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro gibt. Darum ist seine Methode besonders perfid. Und wenn dann irgendwas schief geht bei ihm, stehen die Leute bei der FMA auf der Tacken und beschweren sie, dass die FMA die Aufsichtspflicht nicht ordentlich erfüllt hat. Daraufhin habe ich ihm einen Brief geschrieben. Lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern. Und parallel dazu habe ich an die 200 Geldgeberinnen einen Brief geschrieben mit der Bitte, sie mögen unterschreiben, dass sie wissen, dass sie erstens kein Anrecht auf staatliche Einlagensicherung haben, zweitens, dass sie die Bevormundung durch Staat und FMA nicht dulden und drittens, dass sie auf den Schutz durch die FMA verzichten. Dann habe ich geschrieben, lieber Herr Magister Ettel, ich wollte Sie ja nicht ärgern. Unser System muss ja gar nicht GEA-Sparverein heißen. Wir nennen es ab sofort Apfelbäumchen. Apfelbäumchen, hergeleitet vom Satz von Martin Luther, wenn ich wissert, dass morgen die Welt untergang, wird die heute nur Apfelbäumchen setzen. Und da finde ich, ist uns methodisch auch was Gutes gelungen. Wir haben durch den Witz und durch den Humor die Lacher auf unserer Seite gehabt und die FMA ist quasi nackt im Regen gestanden. Und das war ein Genuss, würde ich sagen, für halb Österreich. Wir haben uns richtig gefreut. Wir sind dank dieser Geschichte so berühmt worden, dass das Geschäft explodiert ist. Und wir sind innerhalb von 6 Jahren ums Dreifache gewachsen. Und ein weiterer Nebeneffekt dieser Berühmtheit ist geworden, dass für mich das Autostoppen wieder gut geht. Seit ich so berühmt bin, geht das Autostoppen wieder gut. Die Leila hat gesagt, ich bin der reichste Mann Europas. Ich bin ihnen
einer kleinen Kreislerei aufgewachsen. In Deutschland heißt es Tante-Emma-Laden. Und ich bin 1953 geboren und in all den Jahrzehnten ist mit den Tante-Emma-Läden immer schwieriger geworden. Und meine Eltern haben immer gesagt, solange wir es ausgekommen haben, gibt es nichts zu jammern. Und ich bin dann in ein humanistisches Gymnasium gegangen und dort habe ich denselben Inhalt schöner formuliert gehört, gelernt vom Seneca. Nie ist zu wenig, was genügt. Und wenn man das hat, was genügt, dann ist man reich. Und wenn wir das als Gesellschaft kapieren würden, wird man Mutter Erde nicht kaputt machen. Ich bin vorgestern im Waldviertel losgefahren und über Budweis-Prag mit dem Zug dahergekommen und habe mein Jackerl vergessen. Und dann wollte ich mir am Bahnhof Berlin eine Jacke kaufen. Und zwar ärgerlich sind diese Klimaanlagen im Zug, da friert man. Und dann bin ich da durch diese Shoppingmeile gerannt und habe geschaut. Und das ist interessant. In diesen Geschäften gibt es fast nur mehr Zeug, was man nicht dringend braucht. Und wenn man sich es überlegt, dann steckt da eine gewisse Logik dahinter, weil das, was wir wirklich brauchen, das haben wir ja längst. Ja? Das heißt, damit kann ein Business keinen Reiz auslösen. Und damit wird das Angebot von dem, was wir nicht brauchen, immer mehr. Und das Verrückte ist, weil wir es eh nicht brauchen, machen wir uns nur kaputt da. Ich habe von Kindheit an Gedichte gern gehabt und Gedichte haben mich irgendwie auch begleitet. Und es hat keine Geburtstagsfeier und keine Hochzeit gegeben, wo nicht irgendwer Gedichte vortragen hat. Und ich tue das mit Disziplin, tue ich Gedichte lernen. Und bei mir hat einmal der Fredl 3,5 Jahre gewohnt. Und der Fredl ist in Schwannerstadt, meiner Heimat, aufgewachsen. Und er ist als Jugendlicher schon auffällig gewesen, dass er genial begabt ist, aber kein Talent hat, in dieser Welt zurechtzukommen. Und dann waren diese Uni-Skandale in die 60er Jahre. Irgendwer von Otto Mühl ist auch da. Oder von dieser Kommunenerfahrung. Und wie der Fredl in Schwannerstadt erfahren hat, wie es dazugegangen ist, ist der Fredl nach Wien abgehauen und hat dort eigentlich so das Leben von einem Obdachlosen geführt. Und er ist oft zu mir auf Besuch gekommen. Und eines Tages im November, es war kalt draußen, ist der Fredl um 10 Uhr auf die Nacht losgegangen und habe ich gesagt, wo gehst du jetzt hin? Sagt er, ja, in einem Park schlafen. Sag ich, kannst du da bleiben? Und dann ist er 3,5 Jahre geblieben. Und der Fredl hat zehntausende Gedichte auswendig gewusst und hat, wenn er in einen Kinofilm zweimal gegangen ist, hat er alle Dialoge präzis auswendig gewusst. Und er hat zum Beispiel ein Filmdokument gesehen, wie der Nazi-Richter Freisler Verhöre geführt hat. Und der Fredl hat das so wahnsinnig gut nachmachen können, dass die besten Schauspieler dieser Welt nicht mithalten hätten können. Am liebsten hätte ich mich unter der Sofa verkrochen, wenn der Fredl im Freisler gespielt hat. Und von ihm habe ich folgendes Gedicht auswendig gelernt. Von Brecht. Sieben Jahre wollt kein Schritt mehr glücken. Bis ich zu dem großen Arzte kam, fragte der, wozu die Krücken?
Und ich sagte, ich bin lahm. Sagte der, das ist kein Wunder, sei so freundlich zu probieren, was dich lähmt, ist dieser Plunder. Geh, fall, kriech auf allen Vieren. Lachen wie ein Ungeheuer nahm er mir die schönen Krücken, brach sie durch auf meinen Rücken, warf sie lachend in das Feuer. Nun, ich bin kuriert, ich gehe. Mich kurierte ein Gelächter, nur zuweilen, wenn ich Hölzer sehe, gehe ich für Stunden etwas schlechter. Nach der Matura haben wir studieren angefangen und ich habe angefangen mit Theologie und habe nach einem Semester wieder aufgehört und habe dann mit was anderem weitergemacht. Und mein Freund der Reinhold hat mir im zweiten Semester einen Brief geschrieben, dass er ihm das Studieren jetzt auch nicht mehr gefällt. Er möchte was anderes machen. Er möchte nach Afrika fahren. Und dazu hat er einen Satz von Saint-Exupéry dazu geschrieben. Die Erde schenkt uns mehr Selbsterkenntnis als alle Bücher dieser Erde, weil sie uns Widerstand bietet. Und nur im Kampf findet der Mensch zu sich selber. Und dann hat er geschrieben, es gefällt ihm Studieren nicht mehr, er will nach Afrika fahren, willst du mitfahren? Und ich bin in die Trafik gerannt, habe Postkarten gekauft und habe drauf geschrieben, ja, und habe ihm das zugeschickt. Wenige Wochen später haben wir angefangen mit den Vorbereitungen. Die Eltern haben gesagt, wir sollen nicht so deppert sein, wir sollen vorher fertig studieren, nach Afrika können wir dann noch immer fahren. Und dann haben sie gemerkt, dass die Argumente der Vernunft nicht ziehen. Und dann hat meine Mama emotional Druck gemacht und hat gesagt, sie wird sterben, wenn ich ihr das auch tue. Und dann haben wir in unseren Vorbereitungen weitergemacht und haben interessanterweise bei der Olympiade in München 1972 für einen Trotteljob Nachtwächter 3000 D-Mark netto im Monat verdient. Und ich habe damals von 1000 Schilling im Monat leben können und habe also 20.000 Schilling im Monat verdient. Ein Monat arbeiten für 20 Monate Arbeit. Das waren paradiesische Umstände. Und ich habe mir überlegt, soll ich mehr arbeiten oder wenig Geld brauchen, habe ich mich für das Zweite entschieden, weil ich dann länger nichts arbeiten habe müssen. Und dann haben wir bei der Olympiade gearbeitet, haben uns zwei Buchmoped gekauft, die wirklich nicht schneller als 40 km/h gefahren sind und sind 19-jährig von Oberösterreich losgefahren nach Tansania. Weil wir in Afrika niemand kennt haben, außer Dr. Watschinger und der war eben in Tansania. Und zum Abschied habe ich der Mama die Hand gegeben und habe gesagt, vierte Mama, du stirbst jetzt und ich fahre jetzt. Und sie ist nicht gestorben und wir sind gefahren. Übrigens hat sie sich vor einem Monat in Oberschenkel gebrochen, sie ist jetzt 92. Und sie hat mir aufs Tonbandl am Telefon geredet vom Spital und hat gesagt, na, jetzt habe ich einen schönen Urlaub, ich bin im Spital. Und dann habe ich es angerufen und dann ist gerade der Pfleger gekommen und hat gefragt, wie heißt du, wie schwer bist du und wie alt bist du? Hat sie gesagt, sie ist 92. Geil. So alt sind die Leute früher nicht geworden. Und so alt ist es geworden, weil es damals nicht gestorben ist.
Und dann sind wir nach Afrika gefahren. Super. Und ich sage, in Afrika habe ich das Wichtigste für mein Leben gelernt, nämlich, dass es im Leben nichts Wichtigeres gibt als das Leben. Bei uns haben wir oft das Gefühl, das Wichtigste ist das Geld, dann das Auto, die Wohnung, die Kinder. Und das Leben vergessen wir oft und in Afrika ist es einfach häufig viel, viel näher. Das Wichtigste im Leben ist das Leben. Und wenn man das so innerlich als die Generalüberschrift unseres Lebens stellen, fallen auch manche Entscheidungen anders aus, so ist, wenn ganz oben das Geld steht. Der Reinhold und ich sind von Afrika heimgekommen, haben wir beide mit Medizin zu studieren angefangen, weil wir so unglaubliche Not oft gesehen haben und hilflos daneben gestanden sind. Der Reinhold ist mit dem Studieren, mit dem Medizinstudium fertig geworden und ist Arzt geworden. Und ich habe irgendwann so die Schuhe abgebogen. Und der Reinhold hat sich mit 28 Jahren das Leben genommen. Und er hat an dem Tag, wo er sie umgebracht hat, folgendes Gedicht von Rilke dabei gehabt, der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz voll Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ich komme später nur auf meine Heftel zu sprechen und in einem von diesen Heftel habe ich die Geschichte vom Reinhold erzählt und habe dazu geschrieben, dass der Reinhold oft und oft gesagt hat, das Schönste, was ihm in seinem Leben widerfahren ist, war diese Reise nach Afrika. Und dann habe ich geschrieben, Reinholds Botschaft an die Lebenden hieße wohl: Spring, spring über die Stäbe mit der Kraft der Mitte. Spring bitte. Ich habe schon gesagt, ich bin dann zu den Schuhen abgebogen. Und zwar bin ich bei einer Prüfung durchgeflogen, Medizin, Pathologie. Und ich habe mich in Bäder gelernt. Und der Bäder hat einen reichen Vater gehabt, der hat ihm 10.000 Schilling gegeben. Und der Bäder ist nach München Shopping gefahren. Das war 1980 kein normales Freizeitvergnügen von jungen Menschen, sondern das war nur möglich, wenn der Vater reich war. Und ich habe ihn dann im Café Merkur in Wien getroffen. Und der Bäder hat mir gezeigt, was er alles gekauft hat in München. Und besonders geschwärmt hat er von Schuhen, die es in Österreich nicht gibt, sondern die in Dänemark erzeugt werden, die Earth Shoes heißen.
Und der Peter schwärmt, wie klasse diese Schuhe sind. Und ich schaue im Kaffeehaus so unter den Tisch rein und sehe die Schuhe und der Peter schwärmt. Und wie ich den Kopf wieder hebe, sage ich, weißt du was, Peter? Ich höre jetzt auf mit dem Medizinstudieren, ich werde jetzt Schuhhändler. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert. Und in der Sekunde ist quasi der Würfel gefallen und ich bin ein paar Tage später Autostopp nach Dänemark gefahren und habe in Schlafsack in einem Park versteckt, dass die nicht sehen, dass ich wie ein Sandler daherkomme. Und habe dort gesagt, ich möchte euch eine Schuhe in Österreich verkaufen. Und die haben gesagt, super. Dann habe ich gesagt, ich komme nicht aus im Schuhhandel, sie sollen mir helfen, einen Erstauftrag formulieren. Dann haben wir die Schuhe um 300.000 Schilling aufgeschrieben. Heute würde man sagen, das waren vielleicht 70.000, 80.000 Euro oder so. Ich habe überhaupt kein Geld gehabt. Habe freundlich unterschrieben und bin Autostopp wieder heimgefahren. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich jetzt der Bank fragen konnte, ob sie mir Geld borgen, sondern ich habe meine Freunde angerufen und in lauter kleinen Portionen von ungefähr 40 Leuten habe ich in 2 Tagen am Telefon das Geld zusammen telefoniert gehabt, das ich zum Anfang erbracht habe. Und dann ist das losgegangen im Dezember 80, wenige Tage nach der Geschäftseröffnung, ist der John Lennon erschossen worden. Christa, erinnert mich bitte, dass ich mit einem Text von John Lennon aufhören möchte. Im Dezember vergiss ich alles Mögliche. Dann ist das mit dem Geschäft losgegangen. Und die Dänen haben immer wieder Lieferschwierigkeiten gemacht. In Wirklichkeit habe ich damals noch gar nicht gewusst, dass die Schuhindustrie quasi im teuren Westen Probleme kriegt, nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und weil die Lieferprobleme mit den Dänen mehr und mehr geworden sind, war ich so ein bisschen offen, welche Alternativen das geben konnte. Und ich habe einen Religionslehrer von der Berufsschule für Schuhmacher in Schrems kennengelernt und habe ihm erzählt, dass die Dänen oft Sport liefern. Sagt er, das trifft sie gut. Wir haben im Waldviertel so viele Arbeitslose, weil die Textilindustrie abgestürzt ist. Das ist interessant in Deutschland auch entlang vom Zonengrenze, Bayerischer Wald war Textilindustrie und Glas und auch bei uns im Waldviertel. Und die Textilindustrie ist abgestürzt und bei 70.000 Einwohnern hat es 15.000 Textilarbeitsplätze gegeben. Das heißt, fast jeder zweite Arbeitsplatz war Textil und die war im Sturzflug. Und der Karl hat gesagt, das trifft sich gut, gründen wir eine Schuhwerkstatt. Und wir haben damals in Österreich einen Sozialminister gehabt, der im Herzen ein Kommunist war, das war der Alfred Dallinger. Und der hat bescheiden, aber verlässlich die Gründung von selbstverwalteten Betrieben gefördert. Und so ist 1984 zur Gründung der Waldviertler Schuhwerkstatt gekommen. Und das Modell erkläre ich nur, weil es interessant ist. Selbstverwaltet hat geheißen, die Firma ist im Eigentum der Belegschaft und die Konstruktion war so, dass die Belegschaft in einem Verein organisiert war und der Verein der einzige Gesellschafter einer GmbH. Und das war eigentlich eine raffinierte Konstruktion, weil der Verein ganz unkompliziert zum Administrieren ist und die GmbH einfach die Geschäfte gemacht hat. Und der Karl, so hat der Religionslehrer geheißen, und ich, wir waren quasi
Das hat für ihn und für mich Logik gehabt. Wenn ich Lieferschwierigkeiten habe und im Waldviertel gibt es viel Arbeitslose, dann gründet man eine Firma und dann machen wir was. Und in Wirklichkeit war unser Approach ganz, ganz naiv. Wir haben geglaubt, mit ein paar Arbeitslosen Waldviertler werden meine Lieferschwierigkeiten aufhören. Und diese Naivität war quasi der Baustoff der Firmengründung. Und der Neffe von mir hat in Wien Philosophie studiert und der hat mir erzählt, dass die alten griechischen Götter, die am Olymp rumgesessen sind und auf die Welt geschaut haben und zugeschaut haben, was die Menschen so machen, die Naiven besonders gern beschützt haben, weil sie von den Vernünftigen keine geilen Heldentaten erhoffen konnten. Und so hat sie die Firma unter dem Schutz der griechischen Götter sehr gut entwickelt. Was man manchmal Kopfzerbrechen macht, ist, warum die griechischen Götter Griechenland so hängen lassen. Müssen wir irgendwie Good Vibrations schicken. Was interessant ist, ist, dass wir unzählige Fernsehsender haben, Radiosender haben, Internet haben und. Und von so einfachen Sachen wie Schuhen eigentlich fast nichts mehr wissen. Eine lustige Geschichte ist, wir haben in den Vor-Corona-Zeiten an die 10.000 Besucher in unserer Schuhwerkstatt gehabt. Da kommen Leute mit dem Autobus und schauen sie an, wie man Schuhe macht. In meiner Kindheit war das so, dass in jedem Dorf ein Schuster war und jeder hat gewusst, wie viel Arbeit Schuhe machen ist. Und heute hat kein Mensch mehr Ahnung, wie viel Arbeit das ist, weil es Schuhe um 1990 gibt, glaubt ja jeder, das ist keine Arbeit. Natürlich ist das Arbeit, nur die Arbeit wird nicht ordentlich gezahlt. Ne? Und da habe ich den Faden verloren. 1990, Arbeit. Die Autobusse, ja. Ja, weil keiner mehr weiß, wie man Schuhe macht. Ja. Und jetzt in Afrika ist es so, da gibt es manche Offensorten, da gibt es Millionen. Und kaum ist eine Offensorte im Aussterben, kriegt es einen Nationalpark und kommen haufenweise Besucher. Und dieses Phänomen nutzt jetzt auch uns. Und es kommen wahnsinnig viele Besucher. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, dass wir in Österreich, ich habe es gestern schon erzählt, der Schuhkonsum ist ungefähr 5 Paar pro Kopf und Jahr. In Germany ungefähr gleich. Ja? Und das heißt, dass in Österreich 40, 45 Millionen Paar Schuhe verkauft werden. Und ich habe mir so leid mit Überlebenden in der Schuhbranche überlegt, wie viele Schuhe von den 45 Millionen machen wir nur selber. Und sind drauf gekommen, dass das ungefähr 1% ist, die in Österreich erzeugt werden. Und dann sage ich trotz alledem, eine Gesellschaft, die sich dessen gar nicht mehr machen kann, was eigentlich braucht zum Leben, ist krank. Und da, glaube ich, braucht man eigentlich eine Wiederaufbaustimmung unter erschwerten Bedingungen. Nach dem Krieg haben alle gewusst, das hat eine sinnvolle Richtung. Aber heute ist es so, dass die, die im Wiederaufbau arbeiten, häufig in Kauf nehmen, dass sie viel, viel weniger Geld haben und ihr Lohn ist, an einer sinnhaften Aufgabe teilzuhaben, mitzuwirken am Gelingen des größeren Ganzen und nicht nur im Dienst vom eigenen Sack.
das finde ich vielleicht auch interessant. Wir verkaufen rund 200.000 Paar Schuhe im Jahr. Die Schuhe sind das Zentrum von unserem Mischwald. Wir haben nicht nur Schuhe, wir haben auch Möbel, wir haben einen Seminarbetrieb, wir haben ein Wirtshaus, wir dann Taschen erzeugen und, und. Und wir kooperieren auch mit Firmen in Ungarn und Tschechien. Im Zentrum unserer wirtschaftlichen Aktivitäten sind diese 200.000 Paar Schuhe. Und wir beschäftigen insgesamt 350 Personen um diese Schuhe. Deichmann verkauft allein Österreich bei 9 Millionen Einwohnern 10,2 Millionen Paar Schuhe. In Deutschland verkauft Deichmann 79 Millionen Paar Schuhe. Die Schuhe kommen selbstverständlich aus Asien, weil das ja notwendig ist und so weiter. Einkaufen tut er um rund 5, 6, 7 Euro pro Paar. Und verkaufen dort das um durchschnittlich 25 Euro pro Paar. Und der erfolgreichste Österreicher im Schuhbusiness ist der Högl. Und der Högl hat innerhalb von 10 Jahren in Deutschland von 4.000 Einzelhändlern 2.000 verloren. Nicht, weil die Schuhe schlecht gewesen waren, nicht, weil der Preis nicht gestimmt hat, sondern weil der kleine Schuhhandel kaputt gegangen ist. Und der kleine Schuhhandel ist kaputt gegangen, weil die drei größten Schuhhändler in Germany hassen, erstens der Deichmann, zweitens, drittens, alle kennen sie, Amazon und Zalando. Ja? Die drei zerstören den kleinen Schuhhandel und der kleine Schuhhandel ist die traditionelle Vertriebsbühne der kleinen Schuherzeuger. Dieser Falle oder dieser Wirklichkeit sind wir entgangen durch die GEA-Läden, und über das Netz der GEA-Läden haben wir quasi sowas wie ein eigenes Biotop, in dem wir uns ein bisschen den Mächten des Marktes ein bisschen widersetzen können. In Wirklichkeit sind wir natürlich Teil des Marktes, aber durch dieses Biotop haben wir ein bisschen eine geschützte Zone. Es ist heute schon geredet worden über den Overshoot-Tag. Da leisten auch die Schuhe einen Beitrag. Und zwar, wenn wir die Schuhe, die jährlich weggeschmissen werden, paarweise hintereinander aufstellen, dann können wir eine Kette bilden, die wir 150 Mal jedes Jahr um den Äquator wickeln können. Bitte, und jetzt reden wir aber nur von Schuhe. Wir reden nun nicht von Computer, Kühlschränken, Autos, Textilien, Sportgeräte, Sturzhelmen und. Sturzhelme sage ich deswegen, weil bis vor kurzem haben alle Radlfahrer keinen Sturzhelm gehabt und in der Zwischenzeit sind Millionen Sturzhelme verkauft worden. Und wo werden sie landen? Am Müll. Und je tüchtiger unsere Wirtschaft ist, umso schneller werden die Müllberge wachsen und umso mehr wird sich der Overshoot-Tag ins Frühjahr verlegen. Neulich hat mir ein Lastwagenfahrer in meiner Heimat erzählt, dass er ganz fest der Überzeugung ist, dass auf der Welt zu viel Leid sind und darum haben wir die ganzen Probleme. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mit dem Moped durch den Kongo gefahren bin, die Leute wahnwitzig freundlich waren, der Kongo ziemlich genau 7-mal so groß ist wie Deutschland und präzis gleich viele Einwohner hat wie Deutschland. Wo sind zu viele Leute? Die Christa hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesagt hast, fürchte dich nicht um Mut.
Und du hast gesagt, die Bibel, ich habe manchmal gesagt, wenn der Jesus Oberösterreicher gewesen war, hätte er nicht gesagt, fürchte dich nicht, sondern er hätte gesagt, scheiß dich nicht an. Und dann sage ich, dass es nichts gibt, was uns mehr behindert als die eigene Angst. Und darum habe ich das Lied so gern, das die Barbara auf Französisch anfängt. Und nachher möchte ich gern, dass wir die Übersetzung vom André Heller singen. Die Erika Blucher hat das gesungen. Die Übersetzung heißt: Nikolaus und Bartholomew, einmal schmilzt das Eis und der Schnee, dann werden alle endlich kapieren und sie werden die Angst verlieren. Und ich sage, die Angst ist ein wenig luder, man kann zur Angst nicht einfach sagen, schlechte, dann kommt es aus versteckten Winkeln zurück, sondern man muss mit der Angst in Dialog treten und sagen, auch wenn es mir manchmal auf die Nerven geht, du bist trotzdem ein Teil zu mir und irgendwie müssen wir lernen, miteinander zu leben. Und manchmal werde ich dich entschlossen bitten, dass du jetzt ein bisschen weiter weg gehst von mir. Nikola und Bartholomew, einmal schmilzt das Eis und der Schnee. Die Dialogseröffnung mit der eigenen Angst hat gut angefangen. Ich habe das Lied bei Vorträgen im FMA-Konflikt oft zum Schluss gesungen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt bitte nur mal besonders laut, dass die Richter in Wien auch hören. Und dann haben wir alle gesungen. Und es ist so ausgegangen, dass die Richter das gehört haben und wir in Österreich dann ein neues Gesetz gekriegt haben. Und das Gesetz heißt das Alternative Finanzierungsgesetz. Und es besagt, dass alles, was uns verboten war, jetzt allen erlaubt ist. Ich bin dann, wie die selbstverwaltete Firma in die Krise gekommen bin ich als Mitbesitzer in die Waldviertler Schuhwerkstatt reingerutscht. Und wie 1994 der Geschäftsführer aufgehört hat, hat die Firma kein Geld gehabt. Und es war sonnenklar, wir können uns einen Geschäftsführer nicht leisten, der sich in der Schuhbranche ordentlich auskennt. Und weil es keinen billigeren gegeben hat als mich, habe ich dort 1994 die Geschäftsführung übernommen. Und dann ist das langsam stabil geworden und wir haben uns über jeden Nuller in der Bilanz gefreut. Und zwar habe ich im Nuller immer den Ausdruck gesehen, dass wir alles, was wir zahlen haben müssen, zahlen haben können. Und dafür waren wir dankbar. Und klipp und klar hat mir da quasi meine Kinderstube geholfen, wo ich für den Eltern gehört habe und auch vorgelebt gekriegt habe. Solange wir es ausgekommen haben, gibt es nichts zu jammern. Nie ist zu wenig, was genügt. Und dieses Wissen hat uns geholfen, dass wir uns über den Nuller gefreut haben. Und dann ist mit der Schuhwerkstatt langsam bergauf gegangen. Und die gesunde Firma GEA, wo wir die Geschäfte betrieben haben, ist in die Krise gekommen. Auch was Interessantes, es hat Zeichen der Krise gegeben, oder der herandämmernden Krise. Und ich glaube, das gibt es auch in jedem Leben, dass das, was wir nicht sehen wollen, nicht sehen. Und sehen tun wir es dann, wenn es auswegslos ist. Und dann haben wir quasi die doppelte Scheiße.
Und so war das damals auch. Ich habe quasi die Zeichen der herandämmernden Krise ignoriert. Und wie ich dann nicht mehr weggeschaut habe können, war es richtig eng. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir zusammenhelfen, fleißig sein und sparsam sein. Und moderne Manager machen das halt so, dass möglichst viel von den Arbeitern raushauen und irgendwo in einem billigeren Land erzeugen lassen. Und ich habe mir damals gedacht, der Spareffekt ist dort am größten, wo wir bisher die teuersten Leute beschäftigt haben. Und die teuersten Leute vor 97 waren, nicht überraschend, die Werbeleute. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir die Werbung selber machen, dann sparen wir uns einen Haufen Geld. Und ich habe einen arbeitslosen Architekten kennt, der gut mit dem Computer umgehen kann. Und habe ich gesagt, die lass es uns selber probieren. Und habe gesagt, schau, Werbung ist eigentlich scheiße. Sie ärgert uns im Fernsehen, im Radio, in der Landschaft, in der Zeitung, im Briefkasten und jetzt auch im Internet. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich zum Dank dafür auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und so sind diese Heftel entstanden, wo jede zweite Seite so ein Bild, ein ganzseitiges ist. Und dazu so Häppchen, die mit der Frage jetzt da haben, was tun wir da auf der Welt. Und der Didi und ich haben ausschließlich in der Nacht gearbeitet, haben viel Beatles gehört. Und irgendwann und nebenbei haben wir immer Möbel entwickelt. Und eines Tages sind die Möbel fertig geworden und wir haben jedem Möbel einen Modellnamen gegeben von einem Beatles-Lied-Titel. Ein wahnsinnig beliebtes und erfolgreiches Bett heißt Blackbird. Take your broken wings and learn to fly. Ja? Oder ein Tisch heißt Let it be. Und dann haben wir in diese Heftel häufig einfach englische Texte eingeschrieben, wenn sie uns gefallen haben. Und dann hat es immer Leute gegeben, die sie aufgeregt haben, weil wir diese Texte nicht übersetzt haben. Und dann war es klar, dass wir von Let it be die erste Strophen bringen wollen. Und es war klar, dass wir in Zukunft eine Übersetzung dazu schreiben wollen. Meine Mama hat sich auch immer geärgert, wenn keine Übersetzung dabei gestanden ist. Und die erste Strophe von Let It Be heißt, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me speaking words of wisdom, let it be. Und ich habe zum Didi gesagt, Didi, ich habe schon eine Übersetzung. Die können wir zwar nicht abdrucken, aber sagen möchte ich das da. Und meine Übersetzung hat geheißen, wenn ich Wickel habe, Wickel ist das Gegenteil von Entwicklung. Wickel. Wenn ich Wickel habe, kommt Mitzi Mamsch, die Mother Mary, kommt Mitzi Mamsch und sagt in ihrer Gescheitheit, let it be. Wenn ich Wickel habe, kommt Mitzi Mamsch und sagt in ihrer Gescheitheit, geh, scheiß dich nicht an. Und während ich das gesagt habe, hat der Didi das schon in den Computer eingetippt und ich habe gesagt, aber Didi, das können wir nicht abdrucken. Hat der Didi gesagt, geh, scheiß dich nicht an. Und dann haben wir es abgedruckt und dann haben wir viel sympathische Reaktionen gekriegt. Und mit den paar Zeigefingern, die wir gekriegt haben, sind wir gut fertig geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Satz so eine Motivationskraft hat und habe den Satz zum Firmengrundsatz Nummer 1 erklärt. Und jetzt muss man nicht wahnsinnig gescheit sein, dass man draufkommt, dass dieser eine Grundsatz
zu wenig sein kann. Und darum haben wir einen zweiten Firmengrundsatz entwickelt. Und der zweite Grundsatz heißt, bitte sei nicht so deppert. Und diese Grundsätze habe ich gern diskutiert mit meinen Neffen und Nichten im Alter von 3 bis 14 Jahren. Und die Kinder kapieren natürlich sofort, dass mit Mut der Radius groß wird und dass mit Gescheitsein die Durchsetzungschancen wachsen. Und so haben wir leidenschaftlich diskutiert, es war immer lustig und vital. Und irgendwann sagt die Rosi, sie war damals 8 Jahre, Heini, habt ihr nicht nur einen dritten Firmengrundsatz? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die zwei genügen, wollte aber die Rosi nicht enttäuschen und habe gesagt, ja, freilich haben wir nur einen dritten Firmengrundsatz. Und um Zeit zu gewinnen, habe ich gesagt, der dritte ist der allerwichtigste. Und in der Zwischenzeit ist mir eingefallen, dass ein Verbrecher kann auch mutig und gescheit sein, aber es fehlt ihm die Orientierung zum Gelingen des größeren Ganzen. Und dann habe ich gesagt, und der dritte Firmengrundsatz ist der allerwichtigste und der heißt, orientier dich an der Liebe. Und das sind unsere Firmengrundsätze. Ich möchte dann noch was von ein paar Spielregeln innerhalb der Firma erzählen. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich ein bisschen aus unseren Hefteln vorlese. Und wir haben ein Möbel entwickelt, das heißt Gast auf Erden. Und das Möbel ist de facto nur die Karosserie. Und die Laden, die kann man sich in Supermarkt holen. Die Obst- und Gemüseladen sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer besser geworden, weil die Transportwege für Obst und Gemüse immer weiter geworden sind. Sind äußerst stabil, sind genormt. Darum ist es leicht, eine Karosserie anzubieten. Das heißt, man kann bei GEA die Karosserie kaufen und im Supermarkt die Laden abholen. Und bitte darf ich das kurz. Ich schreibe in die Heftel immer und diesen einen Text habe ich so gern, dass ich ihn bitte vorlesen möchte. Ich schreibe da immer einen Anfangsbrief, der heißt Liebe Freunde. Ich war gut 3 Jahre alt, als meine Großmutter bei einem Zugunglück ums Leben kam. Bruchstückhaft kann ich mich ein wenig erinnern, der Schock über die Nachricht. Dann lag sie mit einem weißen Kopfverband im Sarg. Alle Verwandten kamen zusammen. Das war schön. Dann das Begräbnis. Mein fast gleich alter Vetter und ich gingen hinter der Pferdekutsche den 4 Kilometer weiten Weg vom Bauernhof der Großeltern zum Friedhof. Dieses Miteinandergehen war uns beiden lustig. Was der Tod bedeutete, war mir nicht klar. Irgendwann, viel später, dämmerte es mir. Großmutter kommt nie wieder. Ihre Lebenszeit war um. Auch sie war nur Gast auf Erden. Nun sind wir groß. Wir wissen, dass unser Leben endlich ist. Wir wissen, dass wir hier nur Gäste sind. Und trotzdem leben wir oft so, als könnten wir hier auf Erden ewig bleiben. Ich habe einen Freund, der verkauft Küchen in der Preislage von 50 bis 100.000 Euro. Ich habe mir diese Küchen angeschaut. Jedes Detail ist durchdacht. Jede Lade schließt mit einem sanften Pft. Alles glänzt oder glänzt nicht, je nach Kundenwunsch. Und nun, Freundin, frage ich dich, wofür, wofür? Trotz dieser wunderbaren Pft-Laden ist die Scheidungsrate nicht gesunken. Bedenke,
mit der 50.000 Euro Küche läufst du nur Gefahr, von deinen Freundinnen für eine Spießerin gehalten zu werden. Drum sollen wir ein wenig nachdenken, wie wir uns hier auf Erden einrichten wollen. Entscheidest du dich für die, jetzt kommt der Werbespot, entscheidest du dich für die neue Gast auf Erden Anrichte oder eine Gast auf Erden Kommode oder für eine Gast auf Erden Küche und unzählige weitere Einsatzmöglichkeiten, so wirst du nicht nur viel Geld sparen, sondern du erwirbst damit auch eine 100% wirksame Anti-Spießer-Versicherung. Mit unseren Gast auf Erdenmöbeln kannst du garantiert entspannt und unspießig leben. Und mit dem Ersparten kannst du sinnvolle Projekte angehen. Anfang der 80er Jahre lernte ich den großen österreichischen Wirtschaftsphilosophen und späteren alternativen Nobelpreisträger Leopold Kohr bei der Gründungsveranstaltung vom Nationalpark Hohe Tauern kennen. Er war so der Vater von Small is Beautiful. Er sagt, die Kleinen sind nicht besser oder gescheiter als die Großen. Nur wenn die Kleinen einen Blödsinn machen, dann haben wir ein kleines Problem. Und wenn die Großen einen Blödsinn machen, haben wir ein großes Problem. Nachdem dort alle Bürgermeister vom Aufschwung im Tourismus und vom Ausbau der Skiliftkapazitäten laut geträumt hatten, bekam er als Ehrengast das Schlusswort. Er sagte, dank meiner Beethoven-artigen Taubheit habe ich von der Tagung fast nichts mitbekommen. Zum Abschluss möchte ich euch nur eines sagen. Seid Gäste auf Erden und keine Touristen. Die Erde will uns, ihren Gästen, immer und immer wieder die Gastfreundschaft erweisen. Es liegt an uns, diese liebevoll zu erwidern. Das meint im Ernst euer Henny Staudinger. Da habe ich schon erzählt, dass wir im Schurch-Business sind. Und natürlich ist es absolut kein Spaß, die Wettbewerbssituation, wo ich, es kränkt mich manchmal, in der Erklärungspflicht bin, warum ein Schurch um 150 Euro nicht teuer ist. Ja? Und in die Erklärungspflicht komme ich nur, weil es eben diesen Wettbewerb gibt. Jetzt glaube ich, dass die bei uns einkaufen, selten chinesische Schuhe kaufen, ausgenommen bei den Sportschuhen, die nahezu 100% von dort kommen. Aber quasi in dieser Gruppe ist der Wettbewerb mit China nicht so groß. Aber das, dass unzählige Leute glauben, ein Schuh mit 150 Euro ist teuer, das ist eine Folge von diesem globalen Wahnsinn. Und ich kann, wenn es wen interessiert, sehr, sehr deutlich erklären, dass ein 150-Euro-Schurch im Verkauf unglaublich viel Disziplin und Können braucht. Ich habe da die Titelseiten ist ein Freund beim Paragliden mit unserer Schurch und ich habe dazu geschrieben, thank you for flying Waldviertler. Und klar dazu geschrieben habe ich, Übersetzung für meine Mama, wir freuen uns, dass Hans-Georg mit Waldviertler fliegt und da sagen wir Danke. Und da in die Spalten schreibe ich immer so kleine Häppchen rein. Welch ein Schwachsinn! Wir haben so viel gute Arbeit nach irgendwo ausgelagert, nur weil dort die Arbeit billiger ist. Die Kollateralschäden sind brutal. Wir machen immer weniger, daher können wir auch immer weniger und unsere jungen Leute können viele sinnvolle Berufe kaum mehr erlernen, weil es die Betriebe gar nicht mehr gibt. Durch die Konkurrenz mit den sogenannten Billiglohnländern, Klammer, irgendwo in der Welt geht es immer noch ein bisschen billiger, wächst überall der Arbeitsdruck und die Atemlosigkeit. Achtung, Freunde, den Atem brauchen wir.
Drum bitte, tief durchatmen und mit dem ganzen Blödsinn aufhören. Wir brauchen einen radikalen Wandel in der Wirtschaft. Denn so wie es jetzt läuft, wird Mutter Erde kaputt und spätestens dann auch der Mensch. Übrigens, die 5 überlebenden Schuherzeuger in Österreich erzeugen zusammen ungefähr 1% der Schuhe, die hier verkauft werden. 99% kommen von woanders. Ausdruck einer Krankengesellschaft. Konsumieren ist nicht genug. Das wusste schon Willy Reich. Da im Raum wird es etliche geben, weil manche schon ziemlich alt sind, so wie ich, die sich an den Pasolini erinnern können. Ein Lieblingsbuch von mir sind die Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft. Pasolini, mein Freund, in seiner leidenschaftlichen Liebe zu allem, was lebt, hat ihn oftmals Verzweiflung und Zorn gepackt. Mit Scharfsinn und Sprachgewalt attackiert er die alles zerstörende Konsumgesellschaft. Mit großer Zartheit jedoch beschreibt er den lachenden Bäckerjungen, der in aller Früh mit dem Fahrrad das Brot zustellt. Pasolini, Freund und Bruder, möge dein Geist über uns kommen. Amen. Firmeninternes. Ich habe vor ungefähr 15 Jahren zu einem Biobauern in der Umgebung gesagt, Joe, rundum lauter Bauern, bei keinem einzigen kann man frische Eier kaufen. Dann hat er erzählt, dass er einmal zu viel und einmal zu wenig Eier gehabt hat und dann hat er mit den Händeln aufgehört. Habe ich gesagt, was ist, wenn ich dafür 300 Eier die Woche Abnahmegarantie gebe? Sagt er, ja, dann fangt er sofort wieder an. 6-7 Wochen später habe ich 300 Eier vom Joe gekriegt, Woche für Woche. Die habe ich in der Belegschaft verschenkt. Und weil die Belegschaft gewachsen ist, liefert der Joe jetzt wöchentlich 1000 Eier. Und vom Fredel habe ich schon erzählt, der Sandler, der 3,5 Jahre bei mir gewohnt hat. Von dem weiß ich folgendes Gedicht über die Eier. Trägt's Eier, ist es maskulin. Gibt's Milch, ist sicher feminin. Ausnahmen sind, merkt ihr's genau, der Milchmann und die Eierfrau. Dann habe ich zu einem anderen Bauern gesagt, frisches Gemüse, der liefert wöchentlich Gemüse. Und der andere, der Käse in der Umgebung macht, liefert wöchentlich Käse. Und dann gibt es jede Woche so 15 Laufmeter Eier, Gemüse, Käse. Und das kann sich die Belegschaft mit heimnehmen. Und eines Tages haben wir Besuch gekriegt von hohen Gewerkschaftsfunktionären. Und die haben ein interessantes Gespräch gehabt. Und irgendwann sagt einer, du, wir haben gehört, dass deine Leute einen Teil vom Lohn in Naturalien nehmen müssen. Sag ich, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ich nehme doch niemand was vom Lohn. Das kriegen sie ja drauf. Sagt dann nichts da. Jeder Bonus, der regelmäßig ausgeschüttet wird, ist Lohnbestandteil. Und wenn das Lohnbestandteil ist, dann habe ich nicht das Recht, den Proletarier zu bevormunden, ob er sein Geld zum Lidl tragen will oder in die Waldviertler Biolandwirtschaft. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du wirklich deppert sein willst, dann verschenke ich das Ganze am Hauptplatz und nicht mehr bei uns in der Firma. Und dann haben sie Ruhe gegeben.
Die Christa hat aus verständlichen Gründen Signale gesendet, dass dass wir uns dem Ende nähern. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich zum Abschluss eine Strophe von John Lennons Imagine sage. Und auch da habe ich eine Übersetzung. Auf Englisch: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Und meine Übersetzung heißt: Mag schon sein, dass du jetzt sagst, ich sei ein Träumer. Mit diesen Träumen aber bin ich nicht allein. Und eines Tages, hoffe ich, wirst du einer von unserer Träumergruppe sein. Dankeschön.